Let's count one time. Floppy Disk Delirium. Count of C64. Let's count one time. Enjoy my channel and have fun. Floppy Disk Delirium. Hallo liebe Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Floppy Discovery Mythomaniac. Ja, ich habe in die Kiste gegriffen und habe schon mal eine erste Disc rausgenommen und habe die hier drin liegen und habe jetzt gerade mal das Game hier auf der Disc geladen. Das, was ich hier sehe, sehe ich zum allerersten Mal. Mir sagt der Name des Games erstmal gar nichts. Es hatte nur eine recht lange Ladezeit. Hammerfist. Ich habe keine Ahnung, um was es bei dem Game geht. Zumindest hört sich die Mucke auf jeden Fall schon mal ganz cool an. Und ich hoffe, dass es mir jetzt nicht hier gerade nach dem Bild abschmiert. Ich weiß es noch nicht. Wir sehen es ja dann, ne? Kann ich hier mit Feuerknopf weitermachen? Ja. So. Bin anscheinend hier drin. Und was kann ich denn machen? Boah, ich kann träge hin und her laufen. Boah, ich kann mich... Mit Hebel nach oben kann ich mich verwandeln. Ah, und der Typ kann Feuerbälle verschießen. Ich frage mich nur, wie viele. Und dann kann man hier anscheinend Extras einsammeln. Da habe ich was eingesammelt. Ja, ich sammle vor allem auch Schläge ein. Springen kann ich nicht. Nee, da wandle ich mich nur in die Olle um. Ah, die kann so Saltos machen. Komme ich damit dann irgendwie... Nahkampfexpertin hier oder was? Aber ich komme an dem Vieh nicht vorbei. Lässt sich dieser scheiß Roboter nicht töten? So, kommt man hier auch irgendwie raus? Geh weg. Irgendwie komme ich durch die Tür nicht. Oder sind das hier irgendwelche Teleporterräume, wo man irgendwie raus muss? Was muss ich denn hier machen? Wieso komme ich denn hier nicht weiter? Muss man ja erstmal alle Gegner ausschalten, die hier unterwegs sind? Ich kann auch nach oben schießen. Okay. Ja, möglich, dass man die erst alle... Ja, aber da kommt ja wieder neues Zeug raus. Ist das eine Never-Ending-Geschichte hier, oder was? Sieht das so aus, als ob ich nur begrenzt schießen kann? Muss ich mit Space irgendwas machen, vielleicht? Dann drehe ich mich da hin. Was mache ich dann? Keine Ahnung. Gute Frage. Oder ich muss mich hier vor eine von diesen Türen stellen. Da kann ich aber auch nicht rein. Nee. Da taucht nicht hin. Interessant. Kann man irgendwas mit den Zahlen tasten? Nee. Nee. Tja, dann... kommt man hier raus? Oder muss man hier irgendwas machen? Ah, guck mal da. Mit Knopfdruck und Hebel nach unten. Jetzt habe ich die Tür aufgehämmert. Aber ich glaube, die alte kann irgendwie so gar nichts. Mit dem Typ kann ich wenigstens schießen, aber dafür kann ich so keine Hindernisse überwinden. Also ist ja mal grafisch und so. Sieht das ganz nett aus. Ich habe noch nie was von dem Game gehört, muss ich sagen. Kann man hier auch wieder irgendwas manipulieren? Ja, man kann mit dem Kopf den Monitor einkloppen. Mit der Kopfnuss. Ah, die kommt da auch rauf. Oder nicht? Ach, lass die. Komm hier, ab in eine Fresse treten. Ja. Yeah. Das ist... Das ist auf jeden Fall ganz witzig, muss ich sagen. Habe ich noch nie was von gehört. Kennt einer von euch das? Und da sieht man wieder, ne? Selbst wenn man eine C64 hatte, man kann unmöglich alles kennen, was damals da rausgekommen ist. Meiner Meinung nach zumindest. Ja, ich komme nicht da hoch. Wisst jetzt nicht wie. Jetzt habe ich irgendwie keine Schüsse mehr. Kann ich
vielleicht auch durch die Decke schießen. Oh, Abpraller. Auch witzig. Warte mal, vielleicht kriege ich den dann aber so. Yes. Krieg ich den scheiß Roboter dann auch so? Ja. Gut. Aber, ja, respawnen die eigentlich ständig? Ist eine gute Frage. Ja, wahrscheinlich besteht die ganze Geschichte aus 100 von diesen Wissenschaftlern. Ja, du komisches Vieh. Ja, dich will ich. Ah, per Querschläger. Ich weiß nicht, ob 32 da oben, ob das die Energie ist, die man hat, bevor man kaputt ist. Ah, jetzt bin ich oben. Okay. Ich hoffe, ich bleib's auch. Verdammte Axt. Da rutscht er da die Feuerwehrstange runter. Ja, wie viele kommen denn von denen? Ich vermute mal, dass alles, was irgendwie so blinkt, muss man mit dem Monitor den, mit dem Monitor den Kopf einhauen. Mit dem Kopf den Monitor einschlagen. Meine Güte, das ist ja endlos, was hier spawnt. Können wir dem Ganzen mal ein Ende bereiten? Jetzt arbeitet nur noch die Hälfte davon. Security System breached. Okay, also Sicherheitssystem kaputt gemacht. Ist hier auch noch irgendwas, was man zerdetschen muss? Nee. Wahrscheinlich wirklich nur alles Zeug, was blinkt. Die Stange da hoch kann ich nicht, ne? Ey, da kommen in einer Tour Viecher. Kann ich denn jetzt hier nach unten weitergehen? Nö. Muss ich vielleicht in den Startraum zurück? Oder muss ich da oben hin? Also kann ich eventuell... Ach, lass mich in Ruhe, Mistvieh. Ach du Drecksteil. Mann. Da rein. Vielleicht muss ich da hinten auch noch was kaputt hauen. Das könnte sein. So, da ist jetzt auf. Aber hier passiert nichts. Nee, da können wir nichts machen. Ja, das ist jetzt die gute Frage. Was muss man dann machen? Kommt man hier durch die Tür? Ah, ich bin drin. Ah, ey, was ist denn hier für ein Geschleims? Also, das Game ist irgendwie sehr cool. Die Augen da. Das ist ja weird. Was ist denn hier los? Immer. Also, ich bin mal gespannt, was ihr zu dem Game sagt. Ich frage mich, ob man irgendwie da hochkommt. Wahrscheinlich nicht bei meiner Dummheit. Also so kommt man da nicht hoch. Da gab es auch keine weitere Tür irgendwie, ne? Oh, ich kann mich nicht mehr in die alte zurückverwandeln. Ich bin wahrscheinlich... Na, hier sieht tot aus. Naja, hier kann ich ja wohl nichts mehr anrichten, ne? Jetzt bin ich doch nochmal das Mädel. Nee, jetzt ist sie tot. Game over. Okay, make your mark. Okay, ich kann mich immerhin eintragen. Ja, es ist ja mal ein ganz witziges Game, muss ich sagen. Also das ist ja irgendwie richtig cool. Ich steig zwar noch nicht so ganz dahinter, aber irgendwie gefällt mir das. Das Setting ist ziemlich abgefahren, finde ich. Hammerfist. Cool. Ja, sehr cool sogar. Jetzt gucke ich doch mal, ob auf Seite 2 von der Disc noch irgendwas ist. Also, da bin ich mal gespannt, was ihr zu dem Game meint. Kennt ihr das? Habt ihr das gezockt? Wisst ihr, was man da genau machen muss? Das wäre natürlich noch cool zu erfahren. Aber wirklich sehr spaßig. Gut, resetten wir hier mal. Ich glaube, auf der Seite war nur das eine drauf. Jetzt haben wir eben...
Ja, da ist nur Hammerfist drauf. Ist auf der zweiten Seite noch was? Mal gucken. Vielleicht hat das Game aber auch zwei Disc-Seiten. Das kann natürlich auch sein. Pinball Power. The Duck Writer. User Pack. Logo Displayer. Wollen wir mal gucken, ob es so läuft, das erste Game von der Disc. Logo Displayer. Kann man da irgendwas basteln? Ja, soll er mal das erste da oben, dieses Pinball Power, laden. Mal gucken, ob da was funktioniert. Also hier bei Hammerfist musste ich auf jeden Fall den Schnelllader ausschalten. Mal gucken, ob das hier auch so funzt. Sonst müssen wir... Okay. So, 3D Pinball. Ah, ist das etwa das 3D Pinball von Mastertronic? Das wäre noch witzig. Mal schauen. Wieder mal cooler Sit-Tune. Mal gucken, ob danach noch mehr kommt. Oder ob wir hier auf dem... Ja, es ist das. Ja, es ist von Mastertronic. Okay. Ja, ich spiele trotzdem mal ein Ründchen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Nee, wahrscheinlich habt ihr die Spektrum-Version noch nicht gesehen. Ich habe nämlich rein zufällig... habe ich jetzt vor kurzem die Spektrum-Version von genau diesem Game hier aufgenommen. Ich muss mal gucken. Ja, vielleicht habt ihr das dann auch schon gesehen und wenn nicht, dann kriegt ihr das jetzt irgendwann mal noch zu sehen. Wie starte ich es denn hier? F1 to play, da steht's doch. F1, wie schieße ich den Ball ab? Macht er irgendwie von selber? Nee. Wie schießen wir den Ball ab? Auf jeden Fall weiß ich hier schon mal, wo die Flipperhebel sind. Ja, ist geil. So, wie schieße ich jetzt diesen verdammten Kackball ab? Oh, müssen wir tatsächlich jetzt jede einzelne Taste durchgehen, um rauszufinden, wie man diesen verfickten Ball abschießt? Das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Ja, Mann. Ja, gleich sind wir alles durch und der scheiß Ball ist immer noch da. Mit F7 schießt man den Ball ab. Was ist denn das für eine Kacke? Na gut, auf jeden Fall. Jetzt ist er im Spiel. Und hier kann ich oben auch die Bonusfelder durchscrollen, wie in der Spektrum-Version. Ich sag mal, für so eine 3D-Variante ist der gar nicht so schlecht. Für ein Mastertronic-Game, finde ich. Und Pinball geht immer. Ich mag Pinball-Games. Diese Version ist natürlich deutlich farbenfroher als die Spektrum-Version. Aber die lässt sich da auch erstaunlich gut spielen. Das werdet ihr dann noch sehen, oder habt's schon gesehen? Ja, schießen wir mal ab hier den Ball. Tack! Mal sehen, wie weit wir hier kommen. Bonus vierfach. Okay. Blum, blim. Kratz. Das muss man immer in dem Moment, wo man es gerade nicht gebrauchen kann. Ja! Da slippt er mir weg vom Flipperhebel. Okay, nächster Ball am Start. Grad. La 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 la. Okay, manchmal hakt's, ne? Klebt der Ball irgendwie auf dem Schläger. Also Ballphysik, ja, 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 geht in Ordnung. Eben, ich muss sagen, für ein Mastertronic-Game ist das wirklich gar nicht übel.
Da gibt's schlechtere von der Firma. Meiner Meinung nach. Düng. Der Ball ist lange im Spiel, aber holt nix. Oh, Schwein gehabt. Oh, da ganz oben sieht aus wie ein Lock. Ball-Lock oder sowas. Ja, bei mir ist es immer, wenn es drauf ankommt und immer, wenn es um Punkte geht, ist der Ball vorher weg. Jetzt hätte ich natürlich mal die Gelegenheit, da oben reinzutreffen. Aber bei meinem Glück wird das wahrscheinlich wieder nix. Ich kenne mich. Dann geht's mal um was und dann kriegst du es nicht gebacken. Sieht man hier schon wieder. Ja, manchmal klemmt das etwas. So ganz kurz. Immerhin, ein fetter Bonus winkt mir. Na! So, das wird nie was da oben rein. Oh! Da oben hat er den getrappt. Oh, da regnet's Punkte. Haha, ich bin gut. Kommt da wieder raus. Ah, ich dachte, er tut mir wenigstens einmal den Gefallen und... Ja, was passiert jetzt? Aha. Ah, dann macht er alle wieder zu. Okay, haben wir das auch mal gesehen, ne? Ich habe einen Lauf. Das ist nicht selbstverständlich bei mir. Ich und Pinball Games. Ich mag die total, aber ich bin nicht unbedingt immer gut drin. Das ist auch viel Glückssache teilweise. Ja, Punkte ohne Ende. Der vorletzte Ball. Dann sind wir hier durch mit dem. Können wir gucken, was auf der Disc noch drauf ist. Ob noch was Brauchbares drauf ist. Und ansonsten haben wir ja hier schon mal ganz schönes Futter für diese Ausgabe. Floppy Discovery. Läuft im Moment ein bisschen... Wenn das so weitergeht mit den Discs, dann kann ich sagen, läuft das am C64 momentan etwas stressfreier als am Amiga 2000. Weil in der Phase, wo ich das hier alles aufnehme, haben wir es extrem warm. Und als ich es beim Amiga 2000 gemacht habe, war es sogar extrem heiß. Hatte ich 30 Grad unterm Dach. Das hat der Amiga irgendwie nicht gemocht. So nach dem Motto, klick hier für Random Errors. Und dann ging irgendwie nichts mehr so richtig. Und dann macht es keinen Spaß. Und da habe ich mir sowieso was überlegt. Ich weiß nicht, ob ich das auch nochmal in einem extra Vlog erwähnen werde. Oder ich habe das dann... ja... Oh, was ist passiert? Ist ausgegangen. Ja gut, okay. Die Folgen kürzer zu machen, weil was mir aufgefallen ist, ich kann ein Video machen mit einem Game für den Amiga, wo ich wirklich nur ein Game zocke und das wird 100 bis 120 Mal geklickt. Oder ich mache eine CD-ROM-Treiber-Folge, wo ich wirklich 3 Stunden dran sitze für ein Video, was ein Material hat von 1 Stunde ungefähr und es wird genauso geklickt oder sogar weniger. Und dann kann ich natürlich auch mir sagen, gut, ich mache dann pro Folge da immer nur ein Game und vielleicht einen Musiktrack. Die sind dann kürzer, aber die Klickzahl ist praktisch die gleiche. Also was soll ich mir da einen riesen Aufwand machen? Außerdem ist das Editieren dann einfacher. Ne? Aber vielleicht bringe ich dieses Thema nochmal gesondert. So, da sind wir durch. 3D-Pinball, das ist genau das, was ich erwartet hatte. Jetzt schauen wir mal, ist auf der Disc noch irgendwas Brauchbares gewesen? The Duckwriter ProWriter. Mal gucken, was sind denn das für Writer-Programme? Sind das diese Intro-Writer, Intro-Maker, Letter-Maker-Programme? Das wäre geil, da habe ich früher gerne mit rumgespielt. Wollen wir mal gucken, ob das sowas ist oder ob das wirklich ein normales Textprogramm, Textverarbeitungsprogramm ist. Keine Ahnung. Ah, da hat er Mühe mit dem Lesen. Hä? Läuft es trotzdem? Nee, irgendwie glaube ich es jetzt nicht. Nee, scheint ein Fehler drin zu sein. Logo-Displayer. User-Pack.
TSB-Packer. Was ist denn der Logo-Display? Aber mal gucken, ob er das noch geladen kriegt. Wobei, da gibt es zwei Versionen. Einmal unten mit einem Rufzeichen und einmal da oben. Ha. Welches nimmt man denn da? Da kommt was. Logo-Displayer. This Editor called Logo-Displayer. Vielleicht steht da eine Beschreibung unten im... This is an editor for showing your logo. In this editor... Ja, ja, das ist also irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ob das dann so aussieht, wie das dann da hin und her läuft. Was dann? Load Ultra von Charset. Load. Load the Future Composer Music. Und so weiter. Test the Logo Displayer. Wahrscheinlich ist ja jetzt gar nichts drin, ne? Ja, okay. Ich würde sagen, wir lassen das mal so. Und viel mehr war ja auf der Disc jetzt nicht drauf. Und deswegen würde ich sagen, bringen wir diese Folge Floppy Discovery damit zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuschauen wie ich beim Ausprobieren. Vor allem Game 1 war irgendwie ziemlich geil, auch wenn ich da so nicht wirklich eine Raffe hatte. Aber Spaß gemacht hat es mir trotzdem. Wenn es euch gefallen haben sollte, was ich hoffe, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das honoriert mit einem Daumen rauf. Und falls ihr neu hier seid und wollt treue Follower werden, dann geht das ganz einfach, indem ihr meinen Kanal abonniert und das Glöckchen nebendran klickt, damit ihr auch keine Folge verpasst. Ansonsten freue ich mich immer, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid, wenn es heißt, zockt mal wieder, bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Ciao, bis dann, macht's gut, euer Tomaniac.